So, also es ist kaum Zeit vergangen. Das heißt, wir haben immer noch 10 Tage Zeit für die andere Quest. Das heißt, wir könnten es uns gut leisten, kurz irgendwo ein Nickerchen zu machen. Wo ist denn die nächste Taverne? Du warst das Haus der Dame, das war Chimora. Und hier war. Was war hier? Haus von Ragefast. Aber das kommt mir nicht irgendwie vor wie ein einzelnes Haus, sondern vielleicht ist es einfach auch eine Taverne mit dem Namen Ragefast. Na gut, gucken wir einfach mal rein. Wenn es abgeschlossen ist, wissen wir, dass er keine Besucher haben will. Alle da? Jo. Okay. Dann lassen wir doch mal in Ruhe. Und schauen einfach mal weiter in das nächste Gebiet. Wir haben ja noch ziemlich viel hier zu entdecken. Sogar noch ganze Stadtteile. Na, komm mal holen. Wer fehlt denn jetzt noch? Ah, Shahira hängt wieder an der Mauer fest. Wie viel Intelligenz hast du? Okay, 10. Ach ja. Wie gesagt, im zweiten Teil wird das ein bisschen besser mit dem Pathfinding, aber auch nicht sehr viel. So, also. Haben wir uns hier schon zu Ende umgesehen? Also die Brücke, dann kommen wir da rein. Also machen wir mal da weiter, dass wir wirklich ein Gebiet auch vollkommen abgeschlossen haben. Und dann können wir uns das nächste angucken. So. Ein unbewohntes Haus, ein Haus ohne Schild. Jede Menge Wohnhäuser. Ne. Ich bin ganz Ohr. Kein Anwesen des Oberon. Das hier könnte ein Anwesen sein. Aber irgendwie. Ah ne, General Store. Gemischtwarenladen. Okay. Aber ich wollte gerade sagen, irgendwie sind alle Ich Häuser hier bin ziemlich ganz groß Ohr. und könnten ein Anwesen sein. Diese Stadt ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Ja, Shahira, ganz ruhig. Aber es sieht irgendwie nicht wie ein Gemischtwarenladen Willkommen in aus. meinem bescheidenen Reich. Hallo, seid gegrüßt. Ich bin Miles. Ich weiß, dass es hier nicht gerade aussieht wie ein Laden, aber für mich ist es gerade recht. Was kann ich für euch tun? Na gut. Wir haben aber nicht so viel zu verkaufen. Wir wollten eigentlich identifizieren. Haben wir überhaupt irgendwas zu verkaufen? Nö, wir haben gerade das eingekauft. Na gut, hat er irgendwas im Angebot? Nö, nicht wirklich. Klauen wollen wir nicht, identifizieren können wir selber. Tschüss, schönen Tag noch. Also, noch ein Händler mehr. Was haben wir hier? Verschlossen. Also auch nicht. Gut. Das hier war Elflied? Ja, Elfgesang oder F-Gesang. Können wir hier schlafen? Kommen auch alle durch, keiner bleibt hängen. Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr. Ja, schön, schön. Habt ihr etwas gesagt? Jetzt freue ich mich schon darüber, dass die Leute einfach geradeaus gehen können. Das ist irgendwie erbärmlich. So, wo war der Besitzer? Da, ein Artikel. Wir würden gerne königlich schlafen, weil wir es können. Und Düner hier, dann zeigt mal. Okay, das hätten wir gar nicht erst. Das auch nicht. Welche hatte sie jetzt an? Ach, Erzmagier. Okay. Ein Langschild plus 1 plus 4 gegen Geschosse. Das ist doch besser als ein normales Langschild. Das heißt, das kann Kalit haben. Das ist größer, also besser. Und Jahira hat auch 1 plus 1, ne? Ja. So, das kann alles verkauft werden. Das kann auch verkauft werden, obwohl ich versucht bin, eins davon zu behalten. Nur für den Fall, dass wir in ein Gebiet kommen, wo recht viele Feuerbälle geschmissen werden. Aber 20% gegen die 5% allgemeine Magieresistenz von dem Erzmagier. Ne, kann weg. Der Ring, Ungeschicklichkeitsring. Die Torheit des Narren hat nur negative Effekte. Also kann da auch weg. Und der Stab, Verwandlungsstab.
Verwandelt das Ziel in ein Eichhörnchen. Es sei denn, dem Opfer gelingt ein Rettungswurf gegen Zauberstäbe. Und die Wirkungsdauer ist permanent. Ha. Sowas hätten wir mal gegen Dearborn haben müssen oder so. Ah, ich bin ein mächtiger Magier. Sepp. Quiek, 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 quiek. Na gut, das kommt zu der Sammlung von ihren Stäben. Oh, wer kann das benutzen? Kann nicht verwendet werden von Kämpfern, Klerikern, Druiden, Dieben. Letztes Mal ging es ja nur, weil... Ja. Schade, schade, schade. Sie hat so viele schöne Stäbe, aber... Irgendwie kommen wir nicht so auf die dazu. Na gut. Feuerball benutzen wir am häufigsten. Das war Lähmung. Ja. Lähmung ist auch sehr gut und den benutzen wir dann mal zwischendurch, wenn wir einen ganz starken Gegner haben und wir auf gut Glück versuchen wollen, ihn zu verzaubern. Obwohl, da kann man wahrscheinlich an seine Sachen auch nicht ran, ne? Ne, das Risiko will ich nicht eingehen. Aber behalten tun wir ihn so oder so. So, jetzt wollte ich aber gerne hier raus. Lasst mich raus, lasst mich raus. Was soll denn der? Ja, schön, Girogon ist hier gefangen. Müssen wir wohl nochmal da schlafen. Auch keine schlechte Art, Gold zu verdienen. Du lässt die Leute da schlafen und dann lässt er sie einfach nicht mehr raus. Das ist jetzt aber nicht ganz so lustig. Könnt ihr raus? Ah, nur Girogon hängt da fest. Ach, na also. Dachte schon, ich muss jetzt mit zwei Händen auf den armen Typen losgehen, nur damit ich hier rauskomme. So. Dann schauen wir doch mal hier oben weiter. Das war die Diebesgilde. So runtergekommen. Als Tarnung. Und was haben wir hier? Ein Wohnhaus ohne Tür. Na komm, Gerogon kann auch kurz alleine rein. Oder auch nicht. Hallo, mein Freund. Ihr da, was tut ihr hier? Ihr solltet hier verschwinden. Nee, es sei denn, ihr wisst das Kennwort. Ja, ich weiß das Kennwort. Faftere. Also ist das nur ein Seiteneingang hier. So, ein ganz schön großer Komplex. Wenn hier das Haus ist, dann muss es hier hinten rumgehen. Und das Haus auch noch irgendwie mit einbeziehen. Aber gut, wir suchen immer noch Oberons Anwesen. Und das ist nicht in der Diebesgilde. Hoffe ich doch mal. Ganz schön viele verfallene Häuser hier. Hallo, Leute! Was ist damit? Das sieht doch ein bisschen extravagant aus. Billigladen des glücklichen Aelo. Oh, schauen wir doch mal kurz rein. Auch wenn Billigladen nicht ganz so unsere Kragenweite ist, wir suchen ja eigentlich sehr tolle Sachen und die sind meistens teuer. Hallo Leute, willkommen beim glücklichen Aelo, wo die Preise so niedrig sind, dass eigentlich etwas nicht stimmen kann. Keiner verkauft billiger als ich, weil keiner billiger einkauft. Wenn ihr irgendwo hier in Kalimshan etwas billiger seht als bei mir, dann bringt euch das Produkt wahrscheinlich auch um. Was kann ich für euch tun? Na, schauen wir doch mal. Lauter Tränke brauchen wir nicht. Fluch der Dummheit, Fluch der Krankheit. Nein, danke. Alles verflucht. Nee. Deswegen sind die Sachen so billig. So, hier geht's raus. Beziehungsweise hier kamen wir rein. Natürlich könnte es auch eins der Häuser sein, die so gebaut sind wie die hier. Also, dass die Tür nach da zeigt und man sie gar nicht erst sehen kann. Das wäre ärgerlich, weil dann müssten wir wirklich jedes Haus abklappern. Was? Das ist noch eine Taverne. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tavernen Baldur's Tor hat. Bestimmt an die 20. So, das ist immer noch Elfgesang.
Na gut, dann sieht es aber aus, als wenn wir das Gebiet hier fertig hätten. Außer es ist, wie gesagt, eins der kleinen Häuser, was ich nicht glaube. Dann gehen wir doch mal. Na? Gehen wir doch mal hier raus. Und schauen das nächste Gebiet. Hallo, Leute! Das Zeitraffer ich mal kurz. So, das Gebiet hätten wir. Da waren wir noch gar nicht. Ne, gehen wir schon mal in eins, wo wir schon mal waren. Da haben wir schon mal ein bisschen aufgedeckt. So. Das sieht doch wie ein Anwesen aus. Ist aber abgeschlossen. Naja, es kann natürlich auch gut sein, dass das Anwesen direkt abgeschlossen ist. Wir sollen ja schließlich drin einbrechen. Obwohl er sagte, wir können die Schwestern auch vielleicht überzeugen. Dann ist jetzt die Frage, ob wir trotzdem einbrechen müssen und dann am Ende sagen, oh, tut uns leid, könnt ihr nicht doch irgendwie... Ach ja, das kommt davon, wenn man zu wenig Informationen bekommt. Ist hier noch was? Ne, hier ist die Stadtmauer. Obwohl, kann man da lang? Ah, ist aber eine Sackgasse. Na gut, hier ist überall die Stadtmauer. Das ist ja ein komisches Kartengebiet. Nur ein, zwei Häuser, wo man rein kann und der Rest ist Mauer. Oder können wir hier hoch? Na, schauen wir doch mal. Ist da ein Hochgang? Geh rüber und guck mal kurz. Ja, okay. Dann läuft er einfach mal vor und sucht da weiter nach dem Anwesen. Waffen fallen lassen. Was? Und ich werde euch verschonen. Waffen fallen lassen? Nicht zweimal. Na gut. Halt, seid ihr nicht die Söldner, die kürzlich in der Stadt eingetroffen sind? Da werden wir nicht die Einzigen sein. Aber gut, ja, das wären wir. Seid also ihr es, die den Tod einer kleinen Schar von Jägern am Rande des Mantelwalds zu verantworten hat? Achso, die Jäger, die den einen Druiden umgebracht haben. Ich gestehe die Tat, will aber erklären, wie es passiert ist. Wagt es nicht, mich anzulügen. Ihr habt meinen Bruder Aldes umgebracht und dafür werdet ihr jetzt bezahlen. Okay, wo ist der Rest? Okay, nicht allzu weit weg. Gucken wir mal, wie Gerogon sich alleine schlägt. Ist das ein Zweihand-Streitkolben oder hat er einfach kein Schild? Na gut, aber soweit scheint es ja nicht besonders gefährlich zu sein. Jetzt, wo die anderen da sind, schon mal gar nicht. Aber gut, wenn er glaubt, das machen zu müssen, dann soll er halt. Sein Bruder war ein Idiot, er anscheinend auch. Und es stört keinen, dass wir hier einfach so aufeinander einschlagen. Stadtwachen kommen auch nicht. Na gut, kann man jetzt machen. Oh, Düner hier Level up. Das ist doch schön. Vielleicht können wir jetzt ein Feuerball mehr schmeißen. So, guck mal kurz, was das ist. Ein Morgenstern plus 1 kann verkauft werden. Und Scharfschützenarmbrust. Das klingt doch gewalttätig. ETW 0 plus 5. Und Schaden plus 2. Oh. Hatten wir jetzt einem von unseren... Ja, ich glaube, Khaled war das. Fernkampfwaffen gegeben. Geschosswaffen. Jo, dann gucken wir doch mal, ob er mit Schild das benutzen kann. Ich denke mal nicht, ne? Nee. Na gut, dann muss Gerogon das mal nehmen. Auch wenn er daran keinen Skill hat, dadurch, dass das plus 5 hat. Oh, wir haben keine Bolzen. Na gut, aber so hat er jetzt schon mal eine Fernkampfwaffe, falls wir mal nicht an den Gegner ran können. Das ist immer praktisch. Ah, da ist noch Bolzen. Ja. So, ETW 0, 10. Mit seinem Schwert hat er 12. Also ist er mit der Armbrust besser als mit der Waffe, mit der er trainiert hat. Schicke Armbrust. So, wir wollten aber nicht Jägerbrüder töten, sondern wir wollten weitersuchen. Oh, ein Marktplatz.
Kann man bestimmt gut einkaufen. Jetzt ist nur die Frage, welches sind die Händler und welches sind einfach nur NPCs, die rumstehen. Ihr benötigt etwas, Fremde? Kann man in die Zelte rein? Nee. Das ist ja ein komischer Markt. Oder ist es ein Zirkus? Klauen könnte man hier. Ja, aber das wollen wir momentan nicht. Was ist mit dir? Du bist auch nur ein Adeliger. Ja, es ist ein Jahrmarkt. Mit Schaukeln. Na gut, unsere Heldengruppe will nicht schaukeln.